So. Ach, guck mal, oben sind wir schon mal. Jetzt einmal sicher sitzen. Und jetzt das Bein. Dann fällt man noch nie runter. Carsten Voss, einer, der nie aufgibt. Stößt der 28-Jährige an Grenzen, gibt er alles, um sie zu überwinden. Er sitzt im Rollstuhl und hat dennoch Kraft, andere Menschen zu motivieren, sich nicht aufzugeben. Die größte Hemmschwelle ist bei den Leuten, die ein Handicap haben im Kopf. Ich sage mir immer, geht nicht, gibt's nicht, ich will es erstmal ausprobieren. Zu Hause lässt Carsten Voss es etwas ruhiger angehen. Denn seit fast 9 Jahren sitzt der 28-Jährige im Rollstuhl. Es ist der 6. Juni 2013, der das Leben von Carsten Voss von jetzt auf gleich völlig verändert. Ich war im 2. Lehrjahr meiner Kfz-Mechatroniker-Ausbildung und dann hatte ich auf einmal um 8.30 Uhr morgens, war das ungefähr, einen stechenden Schmerz im Rücken. Das war ungefähr auf Bauchnabelhöhe, aber hinten in der Wirbelsäule. Und der Schmerz wurde immer stärker. Und auf einmal kam dann dazu ein Taubheitsgefühl der Beine. Und dann wollte ich quer durch unsere Halle laufen. Dann bin ich auf halbem Weg der Halle schon fast zusammengebrochen. Konnte mich dann am Ende der Halle auf dem Bürostuhl retten. Und als ich dann da saß, stand rechts neben mir mein Werkstattmeister. Und ich habe noch gesagt, ruf meine Mutter an. Und nach 5 Minuten später sagte ich dann, jetzt Krankenwagen, ganz schnell einen Krankenwagen. Ich hatte so Schmerzen. Es folgen 2 Wochen Klinikaufenthalt. Die Diagnose, eine seltene Blutkrankheit. Die Folge, ein Schlaganfall im Rücken. Es folgen 5 Monate Reha in Bonn. Momente des Zweifelns und der Frustration, dass ausgerechnet ihm das passiert ist, hat er anfangs immer wieder mal. Man sieht Jogger, man sieht Inlineskater, man kann auch nur spazieren gehen. Das sind so ganz viele Sachen, die du vielleicht auch als Fußgänger, als Kleinigkeiten ansiehst, die für mich aber die Welt momentan bedeuten. Die Welt bedeutet ihm auch seine Freundin. Sie lernen sich in der Reha kennen. Sie gibt ihm Kraft nach dem Schlaganfall und motiviert ihn. Heute ist Carsten Voss selbst ein Motivator. Ich kann der Welt was wiedergeben. Ich kann weiter arbeiten, ich kann weiter machen und tun und muss niemandem auf der Tasche liegen. Selbstständigkeit ist ihm wichtig, auch und vor allem bei der Arbeit. Nach der Reha fängt er 2014 eine Stelle im Autohaus an und arbeitet sich zum Kundenberater nach oben. Er berät die Menschen, die wie er ein barrierefreies Auto brauchen. Hier erfährt er Anerkennung vom Kunden und von seinem Chef. Der Carsten ist ein liebenswerter, wirklich offener und netter Mensch. Ist für uns eigentlich wie gemacht. Eine Bereicherung für unser Unternehmen und vor allen Dingen auch für unsere Kunden. Heute hat Carsten Voss einen besonderen Auftrag. Er darf diesen barrierefreien Camper Probe fahren. Das erste Mal campen, seitdem ich einen Schlaganfall hatte und seitdem ich wieder im Rollstuhl sitze. Deswegen bin ich so aufgeregt. Der Campingplatz am Unterbacher See in Düsseldorf. Camping, das ist für Carsten Voss das Größte. Auch wenn das weniger Platz bedeutet als zu Hause. Ich bin gerade am Überlegen, was ich jetzt mache, weil die Kühlbox grundsätzlich erstmal im Weg ist. Vieles hat auch nicht so richtig seinen Platz, aber Carsten ist zuversichtlich. Ich bin jetzt hier am Wasser, ich bin komplett in meinem Element und ich muss ehrlicherweise sagen, als Rollifahrer das jetzt hier so zu erleben, ist mega genial und ich kann es echt nur jedem empfehlen, es selber auch auszuprobieren. Seit seinem Schlaganfall achtet Carsten Voss mehr auf das, was ihm wichtig ist. Auf sich selbst.